Hotland zu tun. Hotland. Okay. Ready, go. Ich weiß es nicht, aber riesige Dinos. Ich mag Dinos. Dinos sind toll. Hilf den Kopf beim Essen. Mein linker Arm juckt wieder. Oh mein Gott, ich Idiot. Ey, aber hier ist so etwas Episches, wo ich rein kann. Was mir nichts gebracht hat. Let's Beyblade. Ey, mein linker Arm juckt immer noch. Ich hab da einen Mückenstich. Ganz vergessen, Winter vorbei, die Mücken kommen wieder. Kein Kommentar. Oh mein Gott, Bienen oder Hornissen oder Hummeln. Die Dinosaurier, wie die gucken, haben irgendwie Probleme. Ich weiß nicht. Boah, das war episch. Das war nicht so episch. Ich wusste es! Man kann gegen den Strom anschwimmen, aber dafür tut er zwei Knopfbutton dauernd weh. Nein! Nein! Super Saiyan! Oh mein Gott, ich muss dahin. Okay. Alter, war das anstrengend. Okay, dann nehmen wir einfach den. Ja, okay, diesmal springe ich drüber. Oh mein Gott, wow! Ich muss zugeben, das war wieder episch. Oh, Super Saiyan! Okay, das geht mal noch nicht. Mann! Haha, meine epischen Skills. Aber ich glaube, man muss hier dran. Hui, und hier dran. Und hui, um das hier zu bekommen. Dann könnte ich doch hier rüber schwimmen, ich Idiot. And what the fucking holy mother of fuck. What the hell is going on? Torch. Lampe. Kann er nicht mal still stehen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich nach da unten muss, um irgendwas zu bekommen. Naja, egal, ist nur ein Gefühl. Juhu! Na egal, ich brauche die Münzen nicht. Ich glaube, ich habe es mir eh schon Oh, warte doch auf mich. Ich glaube, ich habe mir eh schon what the fuck eh verkackt. Oh mein Gott, Schnecken! What the fuck is going on? Oh toll, jetzt sind die Dinger weg. Mann, wer soll so schnell reagieren? Außer ein Erwachsener. Ja, macht mich mit meinen eigenen Sprüchen fertig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Feuerbälle. Exige Feuerbälle. Da oben ist doch etwas. Ich sehe es doch. Nicht genug Anlauf genommen. Krieg ich eigentlich damit mehr Anlauf? Tütüt. Jupp. Oben ist wieder eine epische Schnecke. Hey, natürlich.
Trieb. So. Was hätten wir hier? Eine epische Falle. Ja, bei mir hat alles im Spiel mit irgendwas mit episch zu tun. Oh Gott, wie ich das hasse. What the fuck? Dieses Land ist auf Droge. Nein, 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 nein. Okay. Düdüt. Juhu, Dino Jungle. Gut, ich habe einen Soundtrack. Bei mir riecht es irgendwie nach Essen. Nach Müsli. Müsli? Müsli. Diese, nicht, obwohl es riecht eigentlich eher wie meine Pipi, wenn ich Müsli gegessen habe. Aber dazu später. Ihr kennt doch diese Müsli mit, ihr wisst schon, mit, wie hieß die nochmal, diese Müsli? Mit, mir fällt der Name einfach gerade nicht ein. Mit diesen komischen Honigdingern und Bananenchips und Schokolade. So riecht meine Pipi immer. Aber wieso riecht sie in meinem Haus nach Pipi? Oh, nein. Ah, schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, witzig. Habe ich gerade den Tanz übersprungen? Geil. Ja, ja, ich weiß, ich habe kein Gold. Lacht mich nicht aus. Ja, 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 ja. Ich habe auch nicht alle Schatzkisten. Ja. Pepper Patch. Pepper Patch. Ich wollte Zwiebel sagen. Pepperoni. Pepper. Und nun kommt der epische Endboss. Aber ich muss sagen, den Endboss kenne ich schon. Von einem Review. Von einem guten englischen Reviewer, der das mit seinen Kids macht. Mit seinen Kindern. Meine Fresse. Und dieser Reviewer heißt View. Nee. Reviewer oder so. Reviewer oder so. Also Review und danach ein R. W-I-I. W-I-E-V. W-V-I-E. Ach, vergiss das einfach. Er heißt so, okay? Hot Wings. Epischer Name. Einzelspieler. Jetzt weiß ich, warum ich nie an einem Buchstaben-Bier-Wettbewerb teilgenommen habe. Ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch. Ich kann mich nicht einimmigrieren. What the fuck? Oh, yo, mayo. Yep. Boah, Kirby. Was hast du denn für epische Yoma-Yoma-Skills drauf? Haha. Haha. Mal gucken, wie viele Schläge er braucht, diese Truthahn. Ist das ein Truthahn? Ich weiß es gar nicht. Blub, blub. Ups. Wow. Ah! Gott. Gut. What? Wow. Yo, Mayo. Nein! Wow. Habt ihr diesen epischen Skill gesehen? Wow. Beneidet mich und meine Fähigkeiten.
bin so ein Idiot. Stiervogel. Okay. Also er hat 3 Schläge gebraucht. Und wir haben Gold plus irgendeine Uhr. Und wir haben es geschafft. Na, 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 na. Episch. Ach ja, wie gut ich doch bin. Oh, warte mal, das war's für heute? Ja, das war's für heute. Wow, das ging schnell. Okay. We did it. We got the magic yarn. The magic yarn shimmered and spiraled and swirled high into the sky. Kapitel 3. Bing. Cakeland. The yarn weaved its way into the fabric of the kingdom and stitched 2 pieces of patched land together. Meanwhile, back in Dreamland, the Waddle Dee were very busy inside Castle DDD. Let's go. Hop, hop, no slacking off, barked King DDD. Just then, the king noticed that one of his Waddle Dees looked a little... strange. That Waddle Dee was actually one of Yin Yarn's creations. Soon Dreamland will be wrapped around my knitting needles, Yin Yarn cackled. What sort of plan was he stringing together? King DDD? Episch? Episch, episch, episch. Okay. So, Leute, das war's mit dem Part für Treatland. So, das war's für den Part für... Oh mein Gott. Das war das Kapitel für heute und... Das Level? Mache ich das Level auch noch? Das war episch. Ich schau mir mal kurz an, ich weiß nicht, ob ich das auch machen werde. Ich wollte eigentlich keinen 100% Run machen. Ich glaube, wenn ich das Level geschafft habe, komme ich hier rein. Tempered, oh Gott, das sieht schon so aus. Nee, das mache ich nicht. Obwohl, ich hätte schon... ich entscheide mich jetzt einfach. Ich mache dieses Level heute nicht mehr. Ich sag nur, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, im nächsten Kapitel von Let's Play Kirby's Epic Yarn. Wir sehen uns das nächste Mal in Treatland. Ciao.